Und damit hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Ghost Recon Phantoms, diesmal auf Sopranal mit dem Recon. Diesmal habe ich Cloak reingetan, damit wir uns unsichtbar machen können. Ich dachte, das wäre mal eine willkommene Abwechslung. Normalerweise scanne ich ja eigentlich immer und haben wir im Team eigentlich Scanner? Wir haben nämlich zwei Team-Scanner und ich denke mal, das reicht doch hoffentlich auch. Dann kann man sich mal so ein bisschen cloaken und dann weiß er nicht, dass man einfach ankommt und ihn erschießt. Ist doch ganz lustig. Außerdem habe ich das relativ selten benutzt in den Folgen und ich brauche mal für meine Medaille mal ein paar Cloak-Eliminierungen. Am besten bräuchte ich eigentlich, am besten, ja, aber das kriege ich eh nicht hin. Also vor allen Dingen nicht jetzt in dieser Runde, weil mir alleine da schon 50 Stück für fehlen oder 20 oder 30, 45 vielleicht. Und zwar Cloak-Eliminierungen, aber per Hand. Also per Hauen, also einfach freundlich auf die Schulter klopfen und dann ins Gesicht schlagen, nachdem man sich umgedreht hat. Und das fehlt mir zum Beispiel, das muss ich noch machen. Und vielleicht kriegen wir ja heute eine hin, aber wahrscheinlich werde ich eh so panisch sein und Angst haben, dass sie mich sehen könnten mit Cloak, dass ich gar nicht zuhauen werde, sondern dass ich dann einfach so erschieße. Oder... Ich komme nicht mal auf den Punkt. Oder ich komme noch nicht mal auf den Punkt überhaupt. Ich hätte vielleicht schon auf dem Weg dahin klucken sollen. Das wäre vielleicht optimal gewesen. Mann! Nee, ganz ehrlich, nö. So, Losing Alpha. Na, das war ja jetzt mal klar, dass wir Alpha losen. Okay, wir machen uns mal unsichtbar. Ja, das ist klar gewesen, dass man... Wieso sieht man mich eigentlich immer mit Cloak? Ich verstehe es nicht. Ganz ehrlich, andere sehe ich nicht immer mit Cloak. Manche sehe ich schon mit Cloak, das, so ist es nicht. Aber so schnell hat der mich gesehen und auch so präzise geschossen. Manchmal verstehe ich die Welt hier nicht. Ganz ehrlich. Oder die Motion Detector? Ich kann mich jetzt nochmal cloaken. Komme jetzt mal von der ganz anderen Seite und durch den Nebel... Guck mal, der hat mich nicht gesehen. So, jetzt gehe ich mit, weil die explodieren nämlich immer die Granaten. Oh, den habe ich gar nicht gesehen, Kumpel. Wuhu. Knapp, aber nicht knapp genug für uns. Um uns zu killen, meine ich. Extra Feuer geschossen, damit ich denke, dachte, Gedanken hätte, was, dass ich ihn treffe, wenn er schießt, aber er schoss und schoss mir in den Kopf. Jetzt warte ich halt, bis mein Cloak wieder aufgeladen ist. Ich muss irgendwann mal, muss ich unbedingt mal meine ganzen ACs sammeln und sparen und hoffen und bangen und wangen und so, dass ich mal in die ganzen Sachen wie Cloak und Scan mal die Verbesserungen reinpacke, etc. So auch wie in meine Rüstung. Ein bisschen Fullmeter noch. Oh, den habe ich den Fuß getroffen. Ja, einen habe ich, glaube ich, und den anderen habe ich kritisch erwischt. Nein, ja, ich habe mich zu früh unsichtbar gemacht. Das war doof. Das war jetzt doof. Da habe ich mich echt zu früh unsichtbar gemacht. Zu spät. zu spät habe ich mich unsichtbar gemacht. Der konnte ja noch sehen, wie ich unsichtbar wurde. Das war jetzt kein Ding, mich als Cloaker zu erschießen. Dann weiß ich selber, dass das keine große Kunst war. Aber apropos Kunst, Kunst wäre es vielleicht wieder, wenn wir den Punkt zurück einnehmen würden. Was wir auch gerade tun. Und ich helfe mal dabei. Da geht es ein bisschen flotter, glaube ich. Da helfen auch zwei Gegner nichts. Einmal in den Kopf geschossen. Und schon ist der Tag versaut. Und die Wand dahinter. Look at me. Look at me. Komm schon, guck mich an. Schau raus. Schau raus, bitte, schau raus. Ich will dich killen. Jetzt echt? Ah! Es ist einfach gegangen. Hast du gesehen? Da sagst du nichts mehr, ne? Oh. Außer vielleicht... Oh, Blitzer! Ha! Hat er den Blitzer getötet? Tit.
Wow, ich hatte die Bubble gehört. So ist es nicht. Ich dachte nur, es wäre unsere, beziehungsweise die Cam von der Brücke. Nicht, dass die schon auf unserer Seite hinten ist. Okay. Wow. Einer ist auf dem Punkt. Vielleicht können wir uns dem klugerisch nähern. Aber das wird... Oh. Oh, guck mal. Oh, wir machen... Ja, oh, 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 oh. Ja, das war jetzt klar. Ja gut, das hätte ich wahrscheinlich auch gesehen auf der Brücke. Ich wollte aber auch eigentlich den, der in der Ecke saß. Jetzt habe ich mein ganzes Cloak verbraucht und habe nicht mal einmal damit jemanden töten können. Ich glaube, ich brauche noch ein paar Cloak-Verbesserungen und ich muss öfters mal mit Cloak spielen, damit ich weiß, wo ich mich am besten cloake, ab wann. Wie die Cloak-Wege am kürzesten sind. auf dem Weg zum Cloak. Ja. Da war zu wenig drin. Das muss ich auch noch rausfinden, wie viel zu viel ist und wie viel zu wenig, um irgendwas zu machen. Aber so weit kam ich nicht mehr. Okay, ich glaube, wir müssen das jetzt erstmal wieder komplett wieder aufladen lassen, damit wir das... Weil wenn wir es jetzt aktivieren, dann werden wir gerade einmal vielleicht unsichtbar, wenn ich das auf die Null Cooldown lasse. So. Aber das reicht ja nicht. Um einmal ganz kurz unsichtbar zu sein, muss man ja mehr auch schon einen Laufweg gehen. Nein, ich bin vorbeigerutscht. Lex, mich fett, wa? Ich hatte eigentlich noch nichts gesehen. Ich krieg nicht mehr eine Abschussvorlage. Wie gemein ist das denn? Ja, meinst du's fies? Haha, ich hab den Kalibere. Ich seh dich. Oh, 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 ah, ah, Hilfe, au, ah, Mist. Ah, tut weh. Ach, scheiße. Oh, scheiße, das überlebe ich nicht. Nee, weil einer von hinten kommt. Ich hätte gedacht, ich überlebe einen Blitz nicht, weil ein Blitzschlag tut weh. Und zwar 25 Schaden macht er und ich hatte nur 16. Aha! Wir verlieren schon wieder den Punkt. Das geht als hin und her, hin und her, hin und her, hin und her. Ja, wir haben es wieder verloren. Ja, war es mir jetzt wert, bevor ich wieder von irgendwem da hinten erschossen wurde, werde, der sieht, dass ich mich geklopt habe. Oh! Okay, jetzt bleibe ich aber hier einfach nur sitzen, damit wir den Punkt einnehmen, weil ich wollte gerade vorschlagen, ich klog rüber. Wollte ich dann aber doch nicht, aus Gründen der Sicherheit. Obwohl jetzt... eigentlich eine ganz gute Gelegenheit wäre, um wenigstens einen Kill mit Cloak zu machen, den man mir nicht vergönnt hat. Aber ich habe eine andere Idee. Moment. Punkteroberung, nochmal 400 Punkte. Ist schön. Ich habe nachher schön viele AC, vor allem, weil ich Glück hatte und hatte in einer Platinkiste den AAA-Pass. Ah, scheiße. Ich bin kein Sniper, mein Freund. Wie macht er mir hier oben ganz komische Verrenkungen? Oh! Scheiße. Ich habe gedingst. Ich hab gedacht, da wäre ein Fenster gewesen oben, aber der könnte da nicht durchschießen. Ich habe da nämlich eben noch hingeguckt extra. Habe ich kurz einen Kameraschwenker nach links gemacht, aber... Nee.
Nee, habe ich nicht. Nee, habe ich nicht gesehen. Ach, da hinten sterben sie schon wieder. In der Tunnel. Ja, du Sniper. Immer wieder funktioniert es das hier. Jawohl, immer wieder funktioniert das. Jetzt habe ich Gluck-Effizienzmedaille gewonnen und ich habe Gluck-Eliminierungen. Das Einzige, was mir nachher dann wahrscheinlich fehlt, wahrscheinlich schaffe ich die Gluck-Eliminierung schon. Ich weiß gar nicht, was noch der andere Aufgabe ist, weil es gibt, glaube ich, 200 Gluck-Eliminierungen, 50 mal hauen und sowas. Die Gluck-Eliminierung werde ich definitiv eher bekommen als das mit dem Hauen. Wie ich das mit dem Hauen mache, habe ich keine Ahnung. Oh! Auf jeden Fall haben wir jetzt erstmal wieder Alpha. Nein, jetzt ist die Granate runtergefallen. Ach, leck mich fett, die dumme Hitze. Wieso? Der war doch da rechts gewesen. Ich wollte den Typen links killen, wisst ihr? Und dann hat der war doch rechts gewesen mit der Hitze. Der ist doch gerade rechts über die Brücke, wo die hier als hier rumlaufen hier und da. Hä? Wieso hat der mich da erwischt? Wie doof. Nein. Ich hasse Granaten. Ich werfe keine Granaten mehr. Funktioniert das jetzt wieder, oder was? Scheiße, ich wollte den jetzt, wollte ich wirklich versuchen mit dem Hauen. Hat jetzt aber leider nicht geklappt und wir haben eine Angreifermedaille bekommen. Ein paar Kills habe ich doch schon erwischt, auch mit Cloak, ohne Cloak. Sind gute Gegner, kann man nicht sagen, sind gute Gegner. Weil der Punkt geht als hin und her, jetzt haben wir schon über 2 Minuten auf der Uhr. Aber wir nehmen ihn wieder zurück ein. Wahrscheinlich gibt es nur diese eine Runde, weil die geht einfach so unendlich lange. Für Sapen. 11 Minuten ist der Wahnsinn. Der helle Wahnsinn ist das. Der absolute helle Wahnsinn. Das ist Wahnsinn. Warum lässt du mir nicht mal den Punkt? Den Punkt. Eiskalt. Hat er mich abgeschossen. So ein Arsch. Oh, nee, mit 118 kritischen Schaden. Incom. Da kannst du nicht mal mit den Hut ziehen, weil du keinen Kopf mehr hast. Scheiße. Wieder nicht geklappt. Wie geschossen. Zu schnell geschossen. Ah, scheiße. Außerdem wollte ich gar nicht aus der Deckung wirklich raus. Ich wollte... Egal. Ich hatte irgendwie Panik. Weiß ich nicht. Panik. Schon lustig. Jetzt habe ich ihn zu sehr getroffen. Ich wollte ihn eigentlich gar nicht so treffen. Ich habe schon keine Spezialmunition drin. Extra aus diesem Grund. Aber, au. Oh, what? Erstmal Alpha securen und dann gucken wir mal, wer da oben ist. Und sagen ihm mal ganz freudig Hallo. Und Conan ist, der Barbar ist schon tot. Der Barbar, wie er sie einfach barbarisch abgeknallt hat. Ah, nee. Nee, nicht Losing Alpha. Was? Nee. Oh Gott. Oh Gott, so viele. Ich hatte eigentlich mit dem Typen mit der Hitze gerechnet. Da kam irgendwie gar nicht rum. Hatte der noch 10 Leben? Ernsthaft? Wirklich? 10 Leben? Super, Jay. Super. Jetzt haben wir schon wieder Alpha gelostet. Mann, wir haben wieder 2 Minuten auf der Uhr. Ach, das wird so eine lange Runde. Einfach nur Runde 1. Es wird lang. Das wird lang, aber lustig, dass der Punkt als hin und her geht. Weißt du, wenn der als nicht hin und her gehen würde, wäre erstens die Runde kürzer und zweitens wäre es nicht so lustig. Weil wir kriegen halt unendlich viele Punkte, wisst ihr das? Weißt du, wie viel AC das nachher gibt? Obwohl, wir müssten, glaube ich, 3 Runden spielen, um wirklich richtig hart AC zu bekommen. Aber so ist auch schon klasse. Und ich hatte Glück gehabt in den letzten Tagen. Ich habe einen 3 Tage AAA-Pass gewonnen mit den Sternchen. Das bedeutet, ich kriege nochmal plus 100% AC und 20% für Match-Abschluss-Serie, was
Viel ist. Und ich brauche meine Rüstung nicht reparieren. Was auch schon mal viel wert ist. Ja, normalerweise treffe ich die nur immer. Heute wohl nicht. Nein, scheiße, ich wurde gescannt. Ja, ich wollte deshalb wieder in Deckung gehen. Ich hatte gerade gedacht, irgendwie den Rauch könnte ich ausnutzen, aber nee, den haben sie mich nicht nutzen lassen. Die kleine Schelwiner, der Karawaner hat einfach 9600 Punkte schon, ist ja der Wahnsinn. Der kriegt auch wahrscheinlich auch mal ein paar Kills hin, wa? Ich habe nur 10. Das war eigentlich Glück. Ich hätte nicht Auto drin haben sollen, sondern Feuerstoß. Und daher habe ich dann Probleme. Was ist das denn? Weißt du, ganz ehrlich, er läuft da einfach hin und knallt mich ab. Ist das ein Witz? Ein schlechter Witz ist das. Wie dreist auch, einfach hingehen und einen abknallen. Nee. So, 80 Sekunden, 80 Sekunden sag ich. 30 Sekunden, dann ist die Schicht im Schacht. Dann ist der Tropf gelutscht, der Kuchen gegessen, die Marmelade leer. Ja, jetzt wurde ich gescannt. Ich wollte irgendwie nach hinten kommen noch, aber hat jetzt nicht geklappt. Aber solange die vier auf dem Punkt bleiben und nur einer von den Gegnern drauf... keiner von den Gegnern ist besser, ich weiß. Drauf ist, dann haben wir ja die erste Runde gewonnen, Tatsache. Gewonnen, haha. Eine Runde haben wir noch. Ich glaube, eine dritte wird es wahrscheinlich nicht geben, außer die wird jetzt sehr kurz werden. ...29 Kills hat er, wow. Etliche mehr als ich. Der andere hat nur 13, 11, wow, der hat echt abgestaubt, der Dings. 29 Kills ist schon... Tunnelseite. Okay, gehen wir durch die Tunnelseite. Weißt du, was ich mache? Wenn alle durch die Tunnelseite gehen... ...klock ich mich. Voll in die Fresse. Das war irgendwie lustig. Der hat die ganze Zeit überlegt, wann werfe ich die Granate? Werfe ich die jetzt? Nein. Warte, lass mich noch kurz einen Moment die Granate festhalten, damit sie auch schön warm wird, wenn der Gegner sie zu spüren bekommt. Und nicht nur die Hitze der Explosion, sondern auch meine Wärme. Tyrannimo, jetzt machen wir sie eiskalt, Baby. Ich helfe dir dabei. Ja. Oder, gut gemacht. Der macht aber auch alles allein. Jetzt hab ich Angst. Ja, Mail. Ja, wo sind's denn? Ah! Ne, ich dachte, der wird tot. Hä? Konan der Barbar. Der geht immer über die Brücke. Oh, und auch noch kritisch in den Arm. Watch back. Ach, gescannt.
So geht das. Oh, das könnte knapp werden. Ah, Mist. Ja, ich überlebe es natürlich nicht. Als Recon, wo ich glaube ich... 106 Schaden hat die gemacht. Nee. Och nee. Ich habe 100 Leben, wisst ihr das? 100 habe ich nur. 100. So ein Scheiß. Aber wir securen Alpha, das ist okay. Solange wir Alpha bekommen, ist okay. Runde 2 wird anscheinend... Also es gibt, glaube ich, keine dritte Runde. Einfach aus zeitmenschen Gründen. Weil ab 25 Minuten kannst du kommen, sudden death. Egal, wie lustig du drauf bist. Ah, doch! Mist! Ah, jetzt läuft er wieder zurück, okay. Ich hatte nämlich irgendwie das Gefühl, dass da irgendwie Gedingse ist. Dass jemand auf der Brücke ist. Scheiße, da war doch einer hinter mir. Mist, ich hatte gedacht, er war im Tunnel und dann habe ich gedacht, nee, dann ist da doch keiner, weil ich keinen gesehen hatte. Und dann kommt er an und dann killt er mich. Eiskalt. Oh no. Aber wir haben den Punkt. Und ich habe 120 Leben. Edge. Ich habe 2 Kills. Oh Gott. Kann man hier rüber hüpfen? Scheiße! Mann, jetzt musste der in dem Moment scannen. Mann, wie ich mich gerne rübergekloppt hätte. Der hat mich gar nicht erschossen, der davor. Wie ich mich gerne rübergekloppt hätte und hätte sie so ein bisschen geärgert und erschossen und so. Ist ja lustig gewesen. Lustig. Komm mal über die Bridge, komm mal nicht. So, Scheißdreck. Das ist nämlich ein Sniper. Ja, aber das haben wir gewonnen. Kommt schon. Wir behalten jetzt noch die 25 Sekunden den Punkt, oder? Gut. Meine Cloak-Eliminierung, weil ich es aktiviert hatte. Verteidigungseliminierung, Abschuss. Cloak-Eliminierung, weil ich es ganz kurz aktiviert habe. Weißt du, ich habe schon auf ihn geschossen, habe das Cloak aktiviert und dann warst du Cloak. Ah. War ein Witz jetzt. So übertrieben war es. Lustig war es jetzt nicht. Nee, aber war schon lustig. So, was? Irgendwas stand da. Ich habe irgendwas gewonnen. Irgendwann, glaube ich, ein Dings habe ich abgeschlossen. Eine Tagesaufgabe. Wahrscheinlich die Truppaufgabe oder die Soloaufgabe. Irgendwie sowas in der Richtung. Und ich würde sagen, dann beende ich jetzt hier die Folge. Und wir sehen uns dann das nächste Mal wieder in einer neuen Folge von Ghost Recon Phantoms. Macht's gut, Leute. Bis dahin. Tschüss.